Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der ING zusammen mit mir, Shanti. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Shanti, bin 25 Jahre alt und ich mache schon seit einigen Jahren YouTube-Videos, bin auf Instagram aktiv, auf allen anderen sozialen Kanälen und ja, mache vor allem viel mit Travel, Lifestyle und vor allem ganz viel Essen und Kochen. Und ja, heute mein ganz anderes Thema für mich und zwar Money! Heute dreht sich alles um das Thema Finanzen, beziehungsweise um es genauer zu sagen, Wertpapiere und ETFs. Und für die, die mich kennen, ihr wisst bestimmt alle, ich bin da auf jeden Fall Expertin. Nicht. Die ING ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, hey, du, hast du Ahnung von ETFs, von Wertpapieren? Da meinte ich so, nee, nicht so wirklich. Frag lieber woanders. Dann die so, nee, du bist perfekt, dich nehmen wir. So ungefähr lief das ab. Nein, also ich werde hier drei Videos für euch produzieren rund um dieses Thema und hoffentlich zusammen mit euch ganz viel dazu lernen. Und direkt schon mal am Anfang als Disclaimer, das hier ist keine Finanzberatung. Wenn Finanzexperten hier sind, dann bin ich so da hinten, da ganz, ganz hinten. Ja, ich versuche mich von da ganz hinten so ein bisschen weiter in diese Richtung ranzutasten. Und ich glaube, ganz vielen von euch geht es auch so, dass viele keine Ahnung davon haben, sich aber dafür interessieren. Und deswegen gehen wir heute Schritt für Schritt mal zusammen alles durch und gucken, über was für Themenfelder man da so stolpert und welche Fragen man sich stellt. Und genau das soll auch so ein lernender Prozess sein. Also ich werde jetzt in dem ersten Video nicht alles rund ums Thema ETFs natürlich abdecken können, das ist klar. Aber hoffentlich ein paar Grundfragen mir selbst beantworten. Ich kann ja schon mal zu mir erzählen, ich und Finanzen bzw. ich und Zahlen, wir sind eigentlich nicht so, gerade wenn man so Schule abgeschlossen hat oder generell in das Erwachsenenleben eintritt, ist bei mir jetzt auch schon ein bisschen her, also schon so 6, 7 Jahre. Aber dann wird man plötzlich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Trotzdem wissen wir alle, dass ja, das ein wichtiges Thema ist, vor allem auch die Zukunftsversicherung, nennt man das so. Auf jeden Fall ja, so eine Stabilität für die Zukunft schaffen, weil ich glaube, es ist schon sinnvoll, sich verschiedene ja, kleine Stützpunkte auch für die Zukunft aufzubauen und nicht nur zum Beispiel auf das Gehalt, was man monatlich bekommt, ja, nur darauf zu vertrauen, sondern vielleicht auch an anderen Ecken mal gucken, hey, wie kann ich mich eigentlich für die Zukunft versichern? Es ist schon sinnvoll, sich vielleicht ja, um sowas mal Gedanken zu machen. Und da war es ganz cool, weil ich jetzt von der ING so einen kleinen Push bekommen habe, hey, beschäftige dich doch mal damit. Und das Coole ist, vor allem auch für Neulinge wie mich, wenn man sich daran tasten will, es gibt Sparpläne bei der ING, wo man schon ab 1 Euro investieren kann. Also perfekt, wenn man sich einfach nur mal ausprobieren möchte. Man hat nicht wirklich was zu verlieren und ja, man kann einfach mal gucken, wie ist das eigentlich so? Ist das vielleicht was für mich oder auch nicht? Und vor allem auch für Selbstständige ist sowas, ja, würde ich sagen, schon sehr interessant, weil man sich ja auch um seine Altersvorsorge selbst kümmern muss. Und da muss man ja schon gucken, hey, wo kann ich vielleicht ein bisschen was von meinem Geld für mich arbeiten lassen? Und da macht sowas auf jeden Fall auch Sinn, sich das wenigstens mal anzuschauen. Aber ich muss auch dazu sagen, bei mir ist es so, wenn ich an das Thema Wertpapiere und ETFs denke, ja, kommen trotzdem so ein paar Sorgen mit hinzu, beziehungsweise Ängste oder gefühlte Barrieren, wo ich mir denke, ist das nicht total risikoreich? Oder was ist, wenn ich irgendwas falsch mache? Kann ich mein ganzes Geld verlieren? Worauf muss ich achten? Und ich denke, ganz viele stellen sich diese Fragen und das ist ja auch ganz normal. Ich ja auch. Und deswegen gehen wir genau diese Fragen heute mal an. Ich bin natürlich auch top vorbereitet und habe hier meinen kleinen Computer, den ich jetzt mal aufklappen werde. Und hey Google, welche ETFs soll ich mir kaufen? Spaß. Also erstmal die Grundfrage, was sind denn eigentlich ETFs? Also ich hatte schon so ein grobes Wissen. Professionell. Erstmal die Grundfrage, was sind eigentlich ETFs? Also ich habe schon so eine grobe Grundvorstellung des ETFs. Es gibt ja Aktien. Aktien, wenn man sich Aktien kauft, das sind ja klitzekleine Anteile an Unternehmen. Und ETFs sind quasi diese Aktien gebündelt in einem Bund, in einem Blumenstrauß. Ich verbildliche das hier. Ich habe gerade einen Blumenstrauß zur Hand. Vertrocknet. Aber die Blumen da oben sind immer noch schön. Ja, auf jeden Fall, wenn das hier eine Aktie ist, zum Beispiel von eurem Lieblingstechnologieunternehmen, dann kann man sich eben nur diesen kleinen Anteil kaufen. Das heißt, wenn dieses Unternehmen to the moon fliegt, dann fliegt ihr mit to the moon. Aber es kann natürlich auch sein, dass genau dieses Unternehmen pleite geht, dann
Ja, da ist schon so ein gewisses Risiko. Man weiß ja nie, was in der Zukunft passiert. Ja, und ETFs sind quasi diese klitzekleinen Anteile zusammen in einem Blumenstrauß. Und da ist eben das Gute, dass man ein geringeres Risiko hat. Das heißt, wenn doch mal ein Unternehmen pleite gehen sollte, kann es aber sein, dass alle anderen immer noch weiter hochgehen und dann macht ihr trotzdem Profit damit oder Gewinn. So war bisher mein Wissen von ETFs, aber wir werden jetzt mal herausfinden, ob das überhaupt stimmt. Also ich habe jetzt einfach mal eingegeben, was sind eigentlich ETFs? Bin jetzt auf der Seite von Just ETF gelandet und werde jetzt mal schauen. Mit ETFs, steht übrigens für Exchange Traded Funds, können Sie einfach und günstig in Aktien investieren und langfristig Vermögen aufbauen. Ein ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung bekannter Marktindizes 1:1 abbildet. Ist ein börsengehandelter Indexfonds. Okay, jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist überhaupt ein Indexfonds? Okay, verstehe. Also, für die, die sich auch gefragt haben, was ist eigentlich ein Index? Also man hat das ja schon mal gehört, aber ihr kennt bestimmt alle den DAX. Davon redet man ja immer so, ach, die Aktien, der DAX, der geht wieder hoch und runter. Und ein DAX oder der DAX ist zum Beispiel ein Index. Und ein Index ist ein Wertpapierkorb. Papierkorb hört sich aber auch so ein bisschen wie Müll an. Aber gut, also es ist ein Wertpapierkorb, der den Anlagemarkt eines Landes oder einer Region repräsentiert. Das sind jetzt die Worte von Just ETF, das sind nicht meine Worte, ich habe es jetzt einfach vorgelesen. Und der DAX zum Beispiel ist der deutsche Aktienindex. Und der enthält die ganzen Anteilsscheine der 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Also diese 30 größten deutschen Aktiengesellschaften sind quasi in diesem DAX, in dem Index gesammelt. Und der ganze DAX repräsentiert den Markt von Deutschland. Und ein ETF repräsentiert ja quasi einen Index. Also stellt diesen Index quasi 1:1 nach und geht ja wahrscheinlich ganz ähnlich zu diesem Index eben auch hoch, runter oder wie auch immer. Und ich lese jetzt auch die ganze Zeit, dass ETFs so kostengünstig sind. Ich werde jetzt mal wissen, wieso sind die eigentlich so kostengünstig und was stehen da für Kosten hinter. Ich bin immer noch auf der Seite von Just ETF. Hier gibt es ganz viele Infos. Okay, also natürlich kann man auch ETFs nicht einfach so kostenlos kaufen, sondern es gibt eine Gesamtkostenquote, die wird abgekürzt mit TER. Und es gibt noch Kosten, die nennen sich Total Cost of Ownership, also die gesamten Kosten, die man während der Besitzzeit von seinem ETF hat. Wie habe ich den Satz angefangen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat man die auch noch. Aber dennoch sind die Kosten von ETFs im Vergleich zu anderen Geldanlagen extrem günstig anscheinend und einfach so günstig wie kaum irgendwas anderes. Also hier steht, günstiger und einfacher können Sie langfristig kaum investieren. Das hört sich doch sehr gut an. Das mit den Kosten war auf jeden Fall jetzt schon mal interessant. Und jetzt würde ich gerne einfach noch mal ein paar easy Tipps haben, was ich beim ETF-Kauf noch so beachten kann. Ich bin jetzt auf einer Seite extra ETF gelandet. Und hier steht ETFs für Einsteiger. Vermögensaufbau mit ETFs. Ich lese jetzt hier auch gerade wieder einen Punkt risikoarm. Und da komme ich auch direkt zu der ersten Angst oder zu dem ersten Mythos, den man ja so kennt, Aktienhandel ist risikoreich, was ja nicht unwahr ist. Also natürlich ist immer ein Risiko da. Und dadurch, dass man dann ja ganz viele Anteile einfach hat, das Risiko einfach viel, viel, viel geringer ist, da große Verluste zu machen. Weil auch wenn mal ein Unternehmen pleite gehen sollte, kann das immer noch ausgeglichen werden. Und wenn man jetzt den Anteil nur bei einem Unternehmen hat, dann ist da die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts einfach viel, viel größer. Außerdem, glaube ich, ist es da dann auch viel wichtiger, noch mehr Kenntnisse zu haben, weil da muss man sich dann ja wirklich für ein Unternehmen entscheiden. Und bei ETFs entscheidet man sich ja für eine Branche. Also es gibt ja ETFs, habe ich das schon erwähnt, habe ich auch gerade alles gelesen. Also es gibt ETFs im Bereich Rohstoffe, Nachhaltigkeit, Technologie, Länder, also es gibt ganz viele verschiedene ETFs und viele verschiedene Bereiche. Und dadurch, dass man in so eine ganze Branche investiert, kann man ja eben viel mehr davon profitieren. Also ist der Mythos, ETF-Handel oder Aktienhandel ist risikoreich, zwar wahr, denn ein gewisses Risiko ist noch da, aber trotzdem ist bei ETFs das Risiko deutlich geringer als bei klassischen Aktien, was ja auch gerade für junge Leute echt sehr, sehr cool ist. Und das Coole ist, was ich am Anfang auch schon erwähnt habe, ihr könnt auch bei der ING mit Wertpapieren handeln und einen Sparplan eröffnen und da direkt schon ab 1 Euro mal ausprobieren, wie es für euch ist. Und
Das ist natürlich auch mega, mega cool, weil so habt ihr einfach die Chance, das einfach mal auszuprobieren und zu schauen, ist das eigentlich was für mich, wie fühle ich mich damit und wie entwickelt sich das vielleicht so in 2 Monaten, wie sieht es dann aus und möchte ich dann vielleicht irgendwann nochmal ein bisschen mehr investieren, weil klar, 1 Euro kann man machen, aber auf lange Sicht bringt einem der Euro wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel. Also wenn ihr das wirklich nutzen wollt, auch für eure Zukunft, dann muss man irgendwann schon mal natürlich mehr als 1 Euro investieren, das ist klar, aber ich finde das mega cool, dass man so die Chance einfach hat, das für sich mal auszutesten. Und das werde ich später natürlich auch zusammen mit euch machen. Also ich werde mein erstes Depot eröffnen und dann mal ein bisschen was investieren und dann können wir auch in der Zukunft sehen, was so daraus geworden ist und wie ich mich damit fühle. Kommen wir schon zum zweiten Mythos bzw. zur zweiten Sorge, die viele haben. Aktienhandel ist zeitaufwendig. Und das kann es auf jeden Fall sein, glaube ich. Also ich habe das auch gerade im letzten Jahr mitbekommen, es beschäftigen sich ja jetzt immer mehr Leute damit. Und je nachdem, was ihr mit eurem Geld machen wollt, könnt ihr euch natürlich täglich 2 Stunden in dieses ganze Thema hineinfuchsen und da so eure Zeit investieren. Aber das Coole ist natürlich mit solchen Sparplänen, die es gibt, dass man sich dafür ein Modell entscheiden kann und dann sich eigentlich zurücklehnen kann und nichts mehr machen muss und ja, einfach chillen kann. Also ich bin gespannt. Ich habe ja selbst noch keinen Sparplan. Ich muss dann selbst erstmal schauen, was es genau für Modelle gibt und für welchen ich mich dann entscheide. Aber ja, je nachdem, was man dann halt nimmt, lässt man das halt einfach am besten ein paar Jahre kontinuierlich laufen, weil sowas ist ja wirklich auch für die Zukunft. Also ich denke, die meisten werden das ja zukunftsorientiert ja, angehen, dieses Thema. Und sowas lohnt sich dann erst richtig, wenn es so ein paar Jahre halt kontinuierlich läuft. Aber das ist eben das Coole, dass man so nebenbei sein Geld irgendwie für sich arbeiten lassen kann. Jedenfalls so meine Vorstellung. Da ist so ein Sparplan natürlich mega, mega cool. Und ja, ich freue mich auch schon richtig. Ich habe richtig Bock, das jetzt zu machen. Und der dritte Punkt, der einen ja auch mal so ein bisschen abschreckt, beziehungsweise mich abgeschreckt hat, ist, dass es mega komplex ist. Also ich dachte, man muss da jahrelang für sich erstmal reinstudieren und alles lernen. Und ich meine, das ist ja auch von Vorteil. Also wenn man davon Ahnung hat, das ist ja, je mehr man weiß, desto besser wahrscheinlich. Und man kann natürlich auch jeden Tag die ganzen Charts verfolgen und genau wissen, was welche Zahlen bedeuten. Aber ich glaube, wenn man jetzt einfach etwas möchte, was irgendwie für die Zukunft cool ist, was entspannt ist, dann sind solche Sparpläne echt mega, mega cool. Wenn man da schauen kann, okay, was passt irgendwie zu mir? Und da einfach mal anfangen kann. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit meiner Depoteröffnung. Jetzt geht's los hier! Ich bin jetzt auf der Seite von der ING und dann könnt ihr einfach auf den Punkt oben investieren gehen. Und dann kommt hier die Frage, wie wollen Sie Ihr Geld anlegen? Und ich möchte ein Direktdepot, ein kostenloses, eröffnen und dann gehe ich da direkt mal drauf. Und dann haben wir oben rechts die Möglichkeit Depot eröffnen. Und wenn ihr dann auf Depot eröffnen geklickt habt, dann kommt ihr zu diesem Formular, was ihr einfach ausfüllen könnt. Das mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, also ich habe jetzt das Formular ausgefüllt und dann mich gerade noch per Videochat verifiziert. Das ist das, wo man den Personalausweis so zeigen muss und zeigen muss, dass das alles korrekt ist und so. Und jetzt warte ich einfach nur noch auf meine Unterlagen, die per Post kommen. Wenn ihr jetzt schon Kunde bei der ING seid, dann könnt ihr direkt das Direktdepot eröffnen und müsst nicht diese paar Tage warten, bis die Post kommt. Aber die müssen das natürlich erstmal bestätigen und verifizieren und so weiter und eröffnen. Ja, und wenn ich dann mein Direktdepot habe, dann kann ich anfangen zu investieren und dann werde ich mich... Sorry. Ich muss mich aber strecken. Und dann werde ich mich bei euch melden und das zusammen mit euch Schritt für Schritt mal machen. Also würde ich sagen, sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Bis dann. Ui. Ui, 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 ui. Oh dear. Herzlich willkommen zurück. Wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht. Also ich bin jetzt übrigens in Frankreich gerade, deswegen ist der Hintergrund anders. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Meine Zugangsdaten sind angekommen. Ich habe gerade mein Konto hier eröffnet und genauso jetzt auch mein Direktdepot. Und ich kann jetzt anfangen zu investieren. Also ich habe hier jetzt noch nichts gemacht. Ich wollte das alles zusammen mit euch machen, aber ich schaue mir jetzt einfach mal an, was hier so passiert, wenn ich auf mein Direktdepot klicke. Okay, ich bin jetzt hier auf der ETFs Indexfonds Seite und wähle jetzt einfach mal eine Kategorie aus. Ich habe jetzt mal Aktien aufstrebender Märkte ausgewählt. Okay, dann sage ich doch mal mindestens 4 Sterne. Okay, oder mindestens 3 Sterne. Und da habe ich 19 Fonds in dieser Kategorie und die lasse ich mir jetzt einfach mal
anzeigen. Dann haben wir hier 19 Treffer. Ah, hier seht ihr dann auch direkt die laufenden Kosten, was ja super interessant ist. Da haben wir auch letztes Mal schon bei diesem ETF-Kostenrechner geschaut, wie viel das pro Jahr dann ungefähr kosten kann. Okay, hier sehe ich jetzt auch noch zwei, die auch 4 Sterne haben, aber nur laufende Kosten von einmal 0,35% und 0,25%. Und innerhalb eines Jahres ist der eine 52,7% gewachsen, innerhalb von 3 Jahren 49,5%. Und der andere hat auch ein gutes Wachstum hingelegt von 40,1% in einem Jahr und 44,3% in 3 Jahren. Ich hoffe, ich deute das richtig. Aber mich interessiert jetzt dieser hier, dieser iShares MSCI Emerging Markets. Ich gehe da jetzt mal drauf und gucke, auf welche Seite ich dann komme. Ich fühle mich richtig professional hier. So, dann kommt man hier auf die Seite des ETFs und kann dann hier alles im Überblick sehen. Also alles hier zu einem Jahr. Man kann hier auch umstellen auf Maximum. Dann hat man hier die Entwicklung von 2018 bis 2021. Hier stehen dann alle Infos, die interessant sein können. Dann hier die Position. Dann habt ihr hier auch noch die Branchen. Also 27,6% sind zum Beispiel Finanzwerte. Dann hat man hier noch zyklische Konsumgüter, Kommunikation und nicht zyklische Konsumgüter. Also hier gibt es dann auch noch beim Verbraucherschutz ein Produkt- und Zielmarktinformations-Tab. Da könnt ihr draufklicken und dann alles über dieses ETF noch lesen, wie das Risiko eingeschätzt wird, für wen dieses ETF geeignet ist. Also mega interessant. Da kann man sich aber dann natürlich individuell, je nachdem für welches ihr euch interessiert, echt lang reinlesen. Und ich habe jetzt noch so ein paar, zwei, drei andere vielleicht anzugucken und euch dann zu sagen, für welches ich mich jetzt erstmal entscheide. Ich bin jetzt hier auch nochmal auf der ETF-Seite, also ETFs finden von der ING. Und hier steht auch nochmal ETF-Favoriten unserer Kunden. Und da ist der, den ich gerade angeklickt hatte, auch mit dabei. Ah, hier ist auch einer, der mich interessiert, und zwar iShares Global Clean Energy. Das hört sich doch gut an. Ich glaube, wenn ich euch jetzt die einzelnen Zahlen zu diesen ETFs, die ich mir jetzt gerade anschaue, vorlese, ist das wahrscheinlich nicht so interessant, weil jeden ja auch vielleicht was anderes interessiert. Aber ich werde euch gleich, wenn ich mich entschieden habe, auf jeden Fall sagen, für welche ich mich entschieden habe. Und dann könnt ihr ja selbst zu den Einzelnen noch ein bisschen Research betreiben. Okay, ich habe jetzt ein paar angeschaut. Genau genommen 2, aber da kann man echt super viel sich reinlesen. Aber ich fand, das hörte sich jetzt eigentlich echt ganz cool an. Und es geht hier halt um Clean Energy. Und ich finde, also es ist auf jeden Fall etwas, was mich auch interessiert. Hier auch nochmal alles im Überblick. Ich finde das, wie gesagt, voll interessant. Da kann man alles nochmal nachlesen. Und hier ist auch nochmal zum Verbraucherschutz so ein paar Informationen zu dem einzelnen ETF. Das ist auch immer ganz cool, sich nochmal durchzulesen. Und dann hat man auch noch den Überblick hier, wie sich der ETF in der letzten Zeit entwickelt hat. Und bei den Positionen sieht man dann auch noch, welche Unternehmen Teil des ETFs sind. Also dieses Unternehmen zum Beispiel. Oder zum Beispiel dieses Unternehmen, die machen ganz viel mit Solarenergie und Speicheranlagen. Und es ist echt interessant, sich das für jedes ETF so ein bisschen anzuschauen und zu gucken, was zu einem passt. Deswegen glaube ich, habe ich damit etwas gefunden, wo ich einfach mal meinen ersten Schritt gehe. Sage ich jetzt einfach mal auf Sparplan oben rechts. Wie gesagt, man kann schon bei der ING ab 1 Euro investieren. Im Durchschnitt sparen andere Kunden mehr als 120 Euro im Monat. Ich möchte jetzt aber auch erstmal mich da rantasten und starte, glaube ich, mal mit 20. Ich mag die Zahl 20. Ich starte mal mit 20 Euro. Monatlich zum ersten, super. Beginnt ab Juli 2020 auch super. Dynamik, Info, was heißt das? Bedeutet die jährliche Erhöhung der Sparrate. Eine Dynamisierung der Sparrate wird zum 1.1. des Folgejahres berücksichtigt. Mache ich erstmal 0%, aber das kann man sich ja aussuchen. Einmaliger Anlagebetrag, Zahlungsweg, Lastschrift, Einzug vom Referenzkonto. Okay, ich habe jetzt eigentlich alles ausgefüllt und jetzt kann ich übernehmen klicken. Okay, zahlungspflichtig anlegen. Yay! Ich habe meinen ersten ETF-Sparplan eröffnet oder gestartet. Das heißt, bis ich euch da ein Update geben kann, dauert das ja noch ein bisschen. Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal für den Anfang ja alles so gemacht, wie ich, womit ich mich wohlfühle. Ja, wenn dann das losgeht mit der Einzahlung, wenn der erste Betrag... Oh Gott, ich dachte,
die Tür geht auf, die Balkontür. Wenn dann der erste Betrag abgebucht wird, dann sehe ich hier, glaube ich, auch meine Statistiken. Und dann wird es erst richtig spannend. Aber ich glaube, dann sehen wir uns auch nochmal wieder. Und ja, ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, euch da die Seite anzuschauen, mal reinzulesen und vielleicht auch mal 1 Euro zu investieren, um zu gucken, ob es was für euch ist. Oder euch einfach mal Gedanken machen, wie es aussieht mit eurem Geld, was auf dem Konto liegt. Fühlt euch wohl damit, dass es einfach da rumliegt. Oder habt ihr vielleicht auch Interesse daran, das irgendwie sinnvoll zu investieren. Wie gesagt, ich will es gar nicht länger machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke an die ING, dass ihr mich auf diesen Weg gebracht habt, dass ich mich damit mal beschäftige. Es war jetzt echt cool, super einfach. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Ich freue mich schon. Bis dann. Ciao.